Ihr seid ohne mich gewachsen. Werdet eure eigenen Helden. Die Ritter, die Gotham braucht. Gemeinsam seid ihr stärker als Batman es je war. Ich bin stolz auf euch alle und... Es tut mir leid. Was machst du da? Du solltest weglaufen. Es waren nie Gothams Verbrecher, die ich fürchtete. Sondern euch, die unersättlichen Reichen. Politiker, die eure Forderungen erfüllen. Polizisten, die denjenigen wehtun, die sie schützen sollen. Lazarusgrube kriegt ihr nicht. Ich lasse es nicht zu. Die Explosion hat die Lazarusgrube vernichtet. Jetzt ist auch der Rat der Eulen abgetaucht. Größtenteils. Er flüstert sicher noch in viele Ohren, von denen wir noch nichts wissen. Talia ist weg. Natürlich. In Gotham gibt es nichts mehr für sie. Sie hinterließ aber ein Abschiedsgeschenk. Assassinen der Liga. Damit wir es uns nicht zu bequem machen. Oder um uns zu beobachten. Das Batwing-Wrack wurde geborgen. Bruce ist wirklich fort. Gotham City baumelt zwar noch über dem Abgrund, doch ich habe es jetzt im Griff. Diese Stadt ist nicht länger der Spielball des Rats. Jacob Kane war nur der Anfang. Der Rat der Eulen weilt noch unter uns. Sie wähnen sich immer noch als Herrscher Gothams. Doch jetzt halten wir Wache. Sie können nicht mehr in den Schatten lauern. Der Ritter erwartet sie. Die Bürger Gothams haben etwas Gutes verdient. Es ist höchste Zeit.
Ich verspreche, bis zum bitteren Ende für euch zu kämpfen. Ja, und das sind sie, oder, ja, waren sie, die Knights of Gotham, die Gotham Knights. Okay, ich dachte echt, das Spiel hat 12 Kapitel, hat anscheinend nur 8, war ja auch passend für den Endboss. Cool ist, dass ich davor wirklich auch noch leicht geschalten habe, dass es schneller geht, und dann war es aber schon das Ende und ich konnte wieder auf mittelschwer spielen. Die Endmusik war sehr episch. War ein bisschen komisch vom Rat der Eulen, dass sie, wenn die schon Talia und Nightwing einkesseln, dass sie es nicht gescheit machen. Also ich meine, er konnte halt straight weglaufen. Ne? Und Bruce hat sich nochmal geopfert. Das war ein bisschen schade, aber doch sehr passend. Ja, also an dem das Spiel war okay. Ich bin wirklich nicht so hin und weg gerissen. Also auch allein, wenn ich es nicht mit dem Batman-Teilen vergleiche. Es war ein bisschen clumsy zu spielen. Hat sich nicht ganz flüssig angefühlt. Die Story war auch nur okay. Und ich hab's. Also von den Batman-Schurken kamen halt nur 3 Stück dran. Also, wenn man jetzt Talia mit reinnimmt, 4 und also die man bekämpft. Gut, wir haben jetzt noch. Klar, okay. Talia, den Pinguin. Da ist auch schon. Talia Pinguin in den 3 DLCs war es Mr. Freeze, Clayface und Harley Quinn. Und dann haben wir noch Man-Bat, so indirekt. Was ja okay ist, also 6 Schurken. Ich finde das super wenig. Also das Spiel ging ja auch jetzt relativ lang. Aber im Prinzip die Aktivitäten, die man in Gotham macht, sind halt irgendwann repetitiv, die wiederholen sich. Und das mit dem Rat der Eulen als Idee und gegen die Liga finde ich super, genial. Aber mir haben halt wirklich irgendwie die Schurken gefehlt. Und das, ja, habe ich vermisst. Also jetzt mit den Batman-Teilen verglichen, da war jeder Bosskampf einzigartig. Also jeder hat noch sein eigenes Ding und alles war wow. Und klar, die normalen Kämpfe, die waren dann auch immer gleich und alles. Aber die Bosskämpfe, die waren der Hammer einzigartig. Und hier kam das mir nicht so rüber. Die hatten zwar andere Skills und alles, andere Angriffsmuster, aber im Prinzip hat man doch immer das Gleiche gemacht. Und das, auch das mit den Rätsellösen hätte ich, finde ich, hätte man noch viel öfter reinbringen können. Aber mir hat irgendwie was an dem Spiel gefehlt. Also es fühlt sich so unvollständig an. Das Labyrinth wiederum, das war super cool. Also das würde ich sogar sagen, das war die tollste Stelle vom Spiel. Das erinnert auch dann wieder ein bisschen an die Batman-Teile. Da gab es ja auch nehmen wir mal den ersten Batman-Teil, Arkham Asylum. Da gab es auch eine Szene, wo man im Forensiklabor oder sonst was ist. Und die Musik ist gerade übrigens super unpassend. Also nicht nur, weil ich rede, sondern einfach generell für die Stimmung. Im Forensiklabor, da ist auch, wenn Mr. Crane vorkommt mit seinem Angstgas, dann ist auch immer so eine kein klares Gebiet, sondern ein ständiger Wechsel. Und das haben die jetzt hier im Labyrinth auch so gehabt. Und das war richtig cool, auch mit den Gemälden, die dann kommen, wenn man an diesen Labyrinthrätseln gescheitert ist. Ja. Ja, aber irgendwie, es hat sich nicht so ganz flüssig angefühlt. Also, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das Spiel hat mich jetzt nicht dazu gebracht zu sagen, ich will das die ganze Zeit spielen, voll am Ruck, sondern ich hatte echt auch mal längere Pausen von 3 Wochen dazwischen. Und auch nicht wirklich was groß verpasst.
Cooles mit den vier verschiedenen Charakteren. Dass man durchwechseln kann, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und alles. Das ist sehr nice. Das Gegner-Scaling, ja, fand ich jetzt auch an manchen Stellen sehr komisch, weil von der Hauptstory, wobei der Harley Quinn Bossfight, der war noch am geilsten. Der war toll. Der Mr. Freeze, der war ein bisschen, ja, assi. Die waren, gut, die drei, ich nenne es mal Nebenquest-Bossfights, die waren schon kreativ, aber es hat sich nicht so krass angefühlt irgendwie. Das war, naja, Geschwindigkeit irgendwie. Ah ja, okay, warum? Wir können es auch durchlaufen lassen. Musikalisch war auch nicht wirklich ein Banger dabei. Diese epischen Momente auch nicht wirklich. Also gerade in Batman. Batman ist so ein Heldending und wow. Und auch cool, dass man seine Nachfolger spielt. Ja, also ich finde das mit, dass Batman tot ist und du spielst jetzt halt seine Nachfolger, finde ich absolut tolle Idee. Auch das mit den tollen Zwischenszenen im Glockenturm. Geil, toll, super. Aber es, ich hatte keinen heroischen Moment. Also ich habe jetzt nicht gesagt so, wow, und jetzt kommt Robin, jetzt kommt Nightwing, Red Hood oder Batgirl und oh, die haben jetzt eine krasse Szene. Das fand ich schwierig. Auch, ja, wenn man das Spiel zu viert spielt, richtig nice. Wenn man es alleine spielt, dann ist es auch, also ich finde es toll mit den Cutscenes, dass sie auch individuell sind und auch in der Hauptstory jeder sagt was anderes und alles. Aber ich sehe da trotzdem irgendwie Probleme, wenn man durchwechselt und drei sind dann im, also Singleplayer, drei sind im Glockenturm und machen quasi gar nichts. Oder forschen nach, während ganz Gotham hier überall hat's Meldungen. Und ja, da fände ich auch irgendwie besser, wenn man sagt so, ja, okay, zwei räumen immer auf, einer macht Nachforschung oder zwei machen Nachforschung und dann ist man halt trotzdem noch der eine, der spielt. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Also, wenn man sich das Spiel kauft, dann vielleicht reduziert. Ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass es den Vollpreis wert ist. Dafür hat es auch insgesamt zu wenig, meiner Ansicht nach, zu wenig Inhalt. Es gab Fetch-Quests, also die Sammelobjekte finden, waren nichts Besonderes. Die Herausforderungen kann man machen, fühlen sich aber auch teilweise so clumsy an. Also, gerade mit dem Motorrad, das Driften, fühlt sich so blöd an. Vergleichen, ja, am besten kann man halt die Batman-Vergleiche ziehen. Ja, also das Batmobil, das war richtig geil zu steuern. Vor allem dann auch im neuesten Teil mit Arkham Knight, mit dem Kampfmodus, dass du mitten in der Fahrt dann sagen konntest, oh scheiße, ich muss da schnell abbiegen und dann gehst du in den Kampfmodus und biegst ab, wenn du es mal mit dem Driften nicht hingekriegt hast. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel gedriftet habe. Wahrscheinlich auch nicht. Aber da gab es halt noch den Kampfmodus für Notfälle. Und ja, vor allem mochte ich die Flugfähigkeiten der Charaktere jetzt nicht so. Na, wenn man dieses geile Batman-Fliegen gewöhnt ist, mit dem Greifhaken und alles, und hier war das in diesem Spiel so abstoppend. Du hattest einen Greifhaken mit jedem Charakter, aber du ziehst dich trotzdem ran und stoppst ab und machst dann einen Sprung. Und bei Batman ist halt, du ziehst ran und dann sagst du, ah, okay, ich will doch weiter und dann geht es aber direkt über und du hast super viel Schwung, kannst super schnell durch die Gegend fliegen. Das kam mir auch in dem Spiel viel langsamer vor. Ja, Gegner-KI war teilweise ein bisschen dämlich, aber da sehe ich jetzt mal drüber hinweg. Das ist halt, das ist in Spielen so. Das war in Batman so, das ist in Skyrim so. Das Gegner-KI kann man nicht immer. In Elex ist auch so. Also da ist das wirklich da, was Optimales zu finden, ist dann doch recht schwer, glaube ich. Von dem her, da sehe ich mal. Von ab, das ist halt dabei. Was ich cool finde, ist dieses Crafting-System, also dass es eins gibt. Wobei ich da aber auch ein bisschen verwirrt war, warum dann plötzlich die Rezepte verschwinden und wie man jetzt wirklich effektiv Material bekommt. Ja, du kannst die Dinger zerlegen, aber irgendwie bin ich damit jetzt auch nicht warm geworden, weil man hat auch so gute Items immer bekommen. Mod Fusion, ja, also Mods sind auch unglaublich stark. Ja. Mods haben die halbe Rüstung ausgemacht. Das finde ich auch ein bisschen sogar vielleicht zu stark, weil dann nimmt man halt die Rüstung mit den meisten Mod-Slots. Na, Mods können schon unterstützend sein, aber dass die wirklich
so einen drastischen Einfluss. Da haben ja richtig viele Leute mitgearbeitet. Heilige. Richtig drastischen Einfluss. Das ist zu viel für Mods. Also, puh. Schwierig. Du musst wirklich auf den Anzug gehen, der die meisten Mod-Slots hat. Punkt. Das ist die Strategie. Ja, auch. Also, die Gegner waren am Ende echt auch haben viel zu viel ausgehalten. Und teilweise bin ich auch nicht mit den Attackenmustern klargekommen. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich allem ausweichen kann oder ob das halt einfach charakterspezifischer ist. Ja. Also, das Spiel ist okay, aber mehr kann ich dem echt nicht geben. Ich habe kein Bedürfnis, das unbedingt wieder zu spielen. Ich mache es jetzt wegen den Steam Achievements, aber wirklich wieder spielen. Nee, also Batman spiele dann gerne so in 5 bis 10 Jahren, wenn man alles vergessen hat. Das ist eine super Zeit. Andere Projekte, die würde ich liebend gern wieder spielen. Risen dann nochmal zum siebten Mal durchspielen oder alles von Piranha Bytes, Risen Elex. Darkseid, das würde ich nochmal spielen, aber also Gotham Knights. Nee, das hat gute Elemente gehabt, aber war schlussendlich doch nicht so fesselnd. Also auch diese Aktivitäten waren auch teilweise an denselben Orten. Ich erinnere mich, dass wir 4 bis 5 Mal in der gleichen in derselben Lagerhalle waren. Das ist mir. Nee, da habe ich nichts davon. Also ich bin da ganz ehrlich, ich finde das. Hab ich einfach nichts davon. Ist ein bisschen schade. Ja, ich find's auch sehr komisch, dass Gordon auch weg ist. Und dass die Polizei dann halt auch sagt, ja, okay, also Batman hat ja einen etablierten Status gehabt, ne? Am Anfang nicht, da war die Polizei auch misstrauisch. Und jetzt war das bei den Rächern genauso, obwohl die quasi nur Batmans Job übernehmen, weil der jetzt gerade nicht da ist. Dass sie da so misstrauisch sind. Natürlich, korrupte Cops sind wieder dabei. Das ist auch. Kann nicht drüber hinwegsehen. Gotham ist ja alles in allem. Also, ich glaube, einer von 10 Bürgern hat keinen Dreck am Stecken da. Das. Gotham ist ja richtig wahnwitzig. Interessant, habe ich zwar nicht genutzt, das Feature, aber witzig war, fand ich auch das E-Mail-System. Dass man dann auch mit Superman, also Clark Kent und Lois Lane. E-Mails austauscht. Das fand ich ganz witzig. Habe ich nicht durchgelesen, aber sowas finde ich cool, dass es reingebracht wird. Auch ein bisschen was von der Geschichte. Gut, ja, von den Sammelsachen konnte man was über die Geschichte erfahren. Oder auch generell im Handbuch war es nicht, aber so im Journal oder sonst was konnte man ja auch was nochmal über die Geschichte lesen. Das ist cool. Ja. Dementsprechend geht mir jetzt der Text aus, was ich noch an Reviews sagen kann. Ja, schade fand ich auch diese explosiven Objekte, dass die an total dämlichen Stellen waren. Also kann man recht wenig was mit anfangen. Die Musik ist wiederum ganz gut. Ja, ich überlege gerade, also, dass man auch die Ausrüstung erst bekommt, wenn man zum Glockenturm zurückkommt. Finde ich komisch. Dann stellst du auch wenigstens so, wenn du Ausrüstung herstellst, dass du sie auch erst im Glockenturm herstellen kannst. Das. Ja. Fand ich wirklich auch sehr seltsam. Ja, ich glaube, jetzt kommt auch gar nichts mehr. Gar nicht mehr so die wichtigen Leute hier. Spezieller Dank. Maincast, Voice Acting. Prolog in French, Italian, German. Ja, die haben ja doch viele Voice Actor. Das ist unglaublich, was da teilweise für eine Menge an Leuten dabei ist.
Du brauchst ja allein, du musst ja alleine eine Person engagieren, dass sie hier das hier schreibt. Also das wäre, glaube ich, auch schon Vollzeitjob. Ach, noch mehr. Okay. Ich könnte auch verlassen klicken, aber ich will es trotzdem mal durchlaufen lassen. Monotype. Okay. Punkt. Vielleicht haben wir noch was danach. Nee, Mutter von Gotham. Also es gibt anscheinend auch New Game Plus, dann kann man dann bis Level 40 leveln und alles. Ja. Passt. Gut. Dann... zum Glockenturm zurück, um weiterzukommen. Gibt's noch was? Also für mich ist das Spiel auch abgeschlossen. Ich... wir können mal kurz reingehen. Kann man was herstellen? ja. Glockenturm. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie. Vielleicht sagt noch jemand was. Ich meine echt eigentlich, dass da. Ups. Dass da noch mehr kommt. So von den Achievements. Wir sind jetzt. Schockierendeste. Ritter von Goffman haben wir gerade freigeschaltet, hat noch nicht geladen. Nicht in ihrer Liga. Experten, ja, das macht 100 Verbrechen und so voll. Die Man-Bat-Familie. Ach so, das ist einfach nur das mit der Anzahl. Tatsächlich, es ist vorbei. Okay. Keine Ahnung, wie ich auf 12 kam. Ah, gut. Das Spiel hat sich eh geschlossen. Hat keinen Bock mehr. Gut, dann war es fürs Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Euer Hans-Peter. Ciao.